sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Michael Kellner, vielen Dank für die Ausführung. Eine Frage vorweg, weil das ist auch der Titel unseres Panels. Haben eigentlich die Krisen des letzten Jahres, haben die eigentlich eher geholfen oder haben die eher daran gehindert, jetzt die sozusagen Gesetzgebung für die Transformation im Gebäudebereich auf den Weg zu bringen? Beides. Also ich glaube, es hat geholfen, weil wir in Bereichen eine unglaubliche Dynamik erzeugt haben. In Bereichen, was Planungsbeschleunigung, was Genehmigung angeht, auch was Ausbau Erneuerbare angeht, auch wenn ich jetzt mit Branchen rede, sei es Chemieindustrie, sei es Glasindustrie, was den Einsatz von grünem Wasserstoff angeht, da ist eine hohe Dynamik. Aber zugleich hat es natürlich unglaublich viel Kraft und Energie gekostet. Und natürlich haben wir Maßnahmen ergriffen, die mir als Ökologe wehtun, die aber richtig war, wie beispielsweise Kohlekraftwerke wieder in die Reserve zu nehmen oder in Betrieb zu nehmen, damit wir einfach die Versorgungssicherheit in unserem Land gewährleisten. So, also wie so oft im Leben, es ist beides. Ja. Und wie gesagt, ich finde, wir haben das gut gemeinsam bestanden, diesen Test des letzten Winters. Viele Sorgen sind nicht eingetreten, aber ich wünsche mir auch, dass wir mit diesem Geist weitermachen für den Herausforderungen, die vor uns liegen. Jetzt haben wir heute Vormittag und heute Mittag schon zwei Bundesministerinnen gehört, Clara Geiwitz und Marco Buschmann. Beide haben relativ deutliche Kritik am Gebäudeenergiegesetz, so wie es jetzt vorliegt, geäußert. Ich sage hier aber auch, ich habe mit einzelnen Mitgliedsunternehmen gestern Abend gesprochen, da haben mir eine ganze Reihe von Mitgliedsunternehmen auch gesagt, dass sie das eigentlich gut finden. Ich erwarte jetzt keinen Applaus, weil man könnte beobachtet werden von den Nachbarn, aber es ist durchaus so, dass wir uns ja im Klaren sind, dass wir vorankommen müssen im Klimaschutz und dass die Regulierung in die Richtung gehen muss. Trotzdem, und da möchte ich Frau Waldburg ins Gespräch bringen, gibt es noch Fragen dazu? Frau Waldburg, Sie sind für die Union Invest in der Geschäftsführung seit 2003. Sie verwalten rund 500 Fondsobjekte mit einem Immobilienvermögen von 47 Milliarden Euro. Sie, Frau Waldburg, verantworten das Asset Management, das Immobilienprojektmanagement sowie nachhaltige Transformation des Immobilienportfolios. Was sind für Sie die größten Herausforderungen? Ja, danke für die Frage. Ich muss sagen, und das zieht sich eigentlich durch die Veranstaltung heute durch, ich glaube, die Bereitschaft der Branche, etwas Richtung Klimaneutralität im Gebäudebestand zu machen, ist groß. Gleichwohl bestehen praktische Hürden und auch vor allen Dingen regulatorische Hürden. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, das Thema Photovoltaik. Sie hatten es auch gerade in Ihrem Keynote kurz touchiert. Wir versuchen ja schon so weit wie möglich Energie zu reduzieren und Energieverbräuche zu reduzieren. Ich glaube, das ist auch gut und wichtig, denn anders als das vielleicht heute Vormittag schon mal durchgeklungen ist, glauben wir schon, dass die sauberste Energie immer noch die ist, die man eben nicht verwendet. Und für den Rest, ich glaube, da sind alle einer Meinung, und ich glaube, für den Rest wollen wir zum Beispiel gerne Photovoltaikanlagen auf unseren Dächern einsetzen, aber es ist natürlich das Thema, dass wir das in Eigenregie in großem Ausmaß nicht ausbauen können, ohne da Gefahr zu laufen, dass wir mit unserem gesamten Immobilienvermögen gewerbesteuerpflichtig werden. Und ich finde es klasse, dass der Punkt ja auch in der aktualisierten Photovoltaikstrategie berücksichtigt wurde, und fände es klasse, wenn der auch natürlich schnell umgesetzt würde. Ein anderes Thema, und ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir natürlich ordnungsgerechtlich viel machen können und man kann auch viel fördern und dergleichen mehr, aber am Ende des Tages müssen wir, glaube ich, dafür sorgen, dass massiv auch privates Kapital in die Transformation reinfließt. Und da auch nur mal ein kleines Beispiel. Die Sustainable Finance Directive geht ja in diese Richtung, aber die daraus abgeleitete Offenlegungsverordnung setzt aus meiner Sicht teilweise die falschen Anreize, weil das, was taxonomiefähig ist, ist oft eben der Neubau, und Taxonomiequoten werden eben oft als Nachhaltigkeitslabel verstanden, und damit werden die Kapitalströme eben genau nicht dahin gelenkt, wo tatsächlich die Transformation am sinnvollsten ist, nämlich in der Transformation von Bestandsgebäuden. Da war jetzt ganz viel Stoff drin. Ich erlaube mir den kurzen Hinweis, dass das eine gemeinsame Federführung beim GEG ist mit der Bauministerin Clara Geiwitz. Und natürlich brauchen wir Standards und natürlich brauchen wir Energieeffizienz. Sie haben völlig recht, wenn ich sehe, und glauben Sie mir, ich rede nun mal mit vielen Branchen, wenn ich sehe, wofür wir zu Recht Energie brauchen, auch mehr Energie in einer almost electric
Society, in die wir gehen, da ist natürlich auch der Effizienzgewinn ein enormer Punkt. Ich bin völlig bei Ihnen. Wir haben das ja für Privathaushalte erhöht, den Schwellenwert von 10 Kilowatt Peak auf 30 Kilowatt Peak, was die Gewerbesteueranmeldung, damit wir es auch für Privatpersonen, so wie ich das von dem Betriebsstättenprivileg gesprochen habe, für Unternehmen haben wir natürlich auch Privathaushalten geholfen, dass wir es Schwellenwerte hochgesetzt haben, Vergütung erhöht haben. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe viel gelernt in den letzten Jahren über verklammerte Anlagen, über die Zertifizierung der Zertifizierung. Ich kann Ihnen auch mal schildern, dass es auch als Politiker manchmal sehr frustrierend ist, ja, wenn man versucht, dann erzählt Ihnen ein Unternehmen eine Regelung, wo Sie an den Kopf greifen und Sie sagen, das muss weg. Und dann haben wir manchmal, wir haben es zugelassen in unserer Gesellschaft übrigens alles gemeinsam, dass unsere Regeln so kompliziert geworden sind, dass ich Ihnen Fälle erzählen kann, wo wir erst mal rauskriegen mussten, woher stammt die Regulierung zu diesem Problem. Und ich kann Ihnen Beispiele nennen, wo wir dann festgestellt haben, es war nicht Europa, es war nicht der Bundestag, es war nicht der Bundesrat. Ja. Es war ein Unterausschuss eines deutschen Normungsausschusses der deutschen Industrie, die wir dann gesetzlich aufheben mussten. Also dann haben wir aber erst mal die tollen Beamtinnen und Beamten im Haus 3 Tage recherchiert, wo das Problem übrigens herkam, mit denen wir dann von Ihnen als Unternehmen konfrontiert waren. Deswegen lassen Sie mich sagen, diesen Weg gehen wir weiter. Und ich will, wissen Sie, ich war letztlich bei Thyssen Aufzüge, die haben so einen Testturm in Baden-Württemberg-Rottweil, da habe ich oben runter geschaut und da habe ich gesehen, dass unten das Gewerbegebiet, das war alles voller Photovoltaikanlagen. Das habe ich mich total gefreut. Da dachte ich, oh, das ist Schwaben, ja, die nutzen das sofort. Ich entschuldige mich bitte bei allen Schwaben, die anwesend sind, für Klischees. Aber ich sehe natürlich ganz oft, wenn ich unterwegs bin, wie viele Dächer noch leer sind. Und das ist Infrastruktur, die wir nutzen sollten und womit Sie natürlich auch Geld verdienen sollen. Das ist doch klar. Ich meine, das ist eine Infrastruktur, die wir nutzen zum Nutzen des Klimaschutzes, aber eben auch zum Nutzen, dass wir vorankommen und mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist, glaube ich, ein gemeinsamer Win-Win. Und da haben Sie unsere und da haben Sie meine volle Unterstützung. Dann lass uns... Achso, Entschuldigung, einen Punkt zur Taxonomie. Ich habe zu lange, aber ich will das einmal diesen Gedanken aussprechen, weil der ist mir wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, wir brauchen Standards zwischen den verschiedenen 3 Säulensystemen im Bankenbereich. Aber Taxonomie heißt für mich, natürlich, ich freue mich, wenn ein grünes Unternehmen noch grüner wäre. Es wäre jetzt komisch, wenn ich was anderes sagen würde. Aber der eigentliche Clou muss ja sein, dass ich, wenn ich so sagen darf, braune Unternehmen grün bekomme. Und dafür brauche ich eine Transformation, dafür brauche ich eine Taxonomie, um diesen Pfad zu beschreiben. Und da verstehe ich Ihren Gedanken sehr gut, dass wir das ermöglichen müssen. Also wir müssen ja Investitionen, ich habe ja ganz am Anfang meiner Rede gesagt, meine größte Sorge ist, dass wir gerade zu wenig Investitionen in diesem Bereich sehen und das müssen wir daran anreizen und da müssen wir die Taxonomie entsprechend ausrichten. Dann lass uns ganz kurz noch nach den Regulierungen, die aus dem DIN-Unterausschuss stammen, nochmal auf die europäische Regulierung gucken. Vor einigen Wochen hat das Europäische Parlament die EPBD, die Energy Performance of Buildings Directive, verabschiedet. Wir hatten erwartet, sie würde jetzt ins Trilogverfahren gehen. Hören jetzt, das wird die schwedische Ratspräsidentschaft nicht mehr anpacken. Das geht wahrscheinlich in die 2. Jahreshälfte. Und ein Grund war, dass von deutscher Seite in Frage gestellt wurde, ob diese MEPS, die Minimum Energy Performance Standards, ob die so kommen sollen oder nicht. Wie diskutieren Sie das innerhalb der Bundesregierung? Also ich will einmal zumindest eine Lanze für Europa brechen, dass wir auch im letzten Jahr gesehen haben, dass auch als Reaktion auf den Inflation Reduction Act durchaus auch die Europäische Union zu schnellen Entscheidungen in der Lage war und auch geholfen hat, bestimmte Genehmigungen voranzubringen und auch zu entbürokratisieren. Aber klar ist, wir sind in dieser Frage nicht am Ende der Debatte. So, das wird jetzt auch nicht so schnell gehen. Sie haben das beschrieben. Und ich glaube, das gibt uns nochmal eine gute Gelegenheit, da so hinzuschauen, dass wir notwendige Energieeffizienzstandards, ich will das nochmal sagen, ich will das nochmal unterstreichen, wir brauchen da auch Standards. Anders werden wir die Ziele nicht erreichen können. Man kann nicht einfach sagen, man macht das alles mit erneuerbaren Energien und gut ist. So, und diese Diskussion, die müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam führen. Jetzt haben wir viel über Energie gesprochen, wir haben aber auch viele Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich des Einzelhandels. Können Sie uns kurz noch etwas sagen? Können Sie dem Einzelhandel in Zeiten des Strukturwandels irgendeine Art von Hilfestellung geben? Stichwort Internethandel, Stichwort die Corona-Flaute, die man mühsam überstanden hat. Was gibt es da in Ihrem Haus an Überlegungen? Ich will eine Sache sagen. Ich habe im letzten Jahr mit 16 Bundesländern über die Reform der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung verhandelt. Sie können sich vorstellen, mit 16 Bundesländern zu verhandeln, ist nicht ganz einfach, weil es muss einstimmig am Ende sein und es ist gelungen.
Einer der Punkte, die für mich für den Einzelhandel wichtig waren, ist, dass wir die Förderung der GRW für Onlinehandel wie Amazon rausgenommen haben aus der Förderung, weil es keinen Sinn macht, dass wir auf der grünen Wiese Versandhandel fördern und uns dann beschweren darüber, dass Innenstädte kaputt gehen. Deswegen, das ist jetzt ein Punkt, wo wir die Förderbedingungen verändert haben, und zwar zugunsten eines städtischen Einzelhandels. Wir haben natürlich gerade in dem Gewerbebereich, ich will dafür mal werben, es klingt vielleicht ein bisschen klein, aber ich halte das für ein interessantes Instrument. Ich habe mehrfach auch mit dem HDE und anderen, wir haben eine Software entwickelt, die nennt sich Lean, das ist eigentlich sowas, oder Lean, das ist eigentlich so ein bisschen was wie Tinder für Gewerbeimmobilien. Ja, so dass ein Matching-System zwischen Angebot, Nachfrage, gerade da, wo ich einen Leerstand habe, das zusammenzubringen. Und ich kann dafür nur werben, da auch mit den entsprechenden Bürgermeisterinnen oder Oberbürgermeistern zu reden, um das auch zu nutzen. Auch das ist ein Punkt, den wir aus dem BMWK im letzten Jahr mit vorangebracht haben. Und deswegen vielleicht dieser kleine Punkt noch mit dazu. Jetzt haben Sie mir eingangs gesagt, Sie müssen Punkt 4 hier weg. Wir sind schon 10 Minuten über die Zeit. Herzlichen Dank für Ihre Geduld. Frau Waldburg, möchte ich Ihnen noch einen Wunsch mitgeben? Ja, ein Wunsch. Ich glaube, das Ziel ist klar. Um aber auf dem Weg zu dem Ziel nicht zu viel Zeit zu verlieren, würden wir uns wünschen, dass wir möglichst schnell nachsteuern bei Verordnungen und Gesetzen, wenn wir erkennen, praktische Hürden und Hemmnisse stehen dem Ziel im Weg. Und ich würde mir auch wünschen, dass nicht nur der Bund, sondern auch die Länder und Kommunen an einem Strang ziehen. Denn schließlich ist es nicht nur die Immobilienwirtschaft, die die Flexibilität, den Mut, aber auch den Willen aufbringen muss, Neues auszuprobieren. Das teile ich ausdrücklich. Wir brauchen mehr Schnelligkeit. Also, herzlichen Dank. Michael Kellner, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Wir haben ein Dialogangebot gehört, auch für die Zukunft. Ganz herzlichen Dank dafür und alles Gute weiterhin. Vielen Dank.